die Menschen sind im Prinzip die Stadt, nicht so sehr die Häuser. Das heißt, wir legen großen Wert darauf, das ist auch unser Auftrag, partizipative Prozesse anzustoßen. Das heißt, möglichst viel Bewohnerbeteiligung in den Prozess einzubringen. Ja, ich habe den Brief gelesen und habe, glaube ich, erstmal, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe sogar angefangen zu heulen in dem Moment, ja. Ach du Scheiße, gedacht. Nö, naja, war ja klar, dass du irgendwann kommst. Guck mal, guck dich um hier in der Straße. Sind ja bloß noch 2, 3 Häuser, die nicht saniert sind. Also es war ja absehbar. Ja, das ist schon schade, dass es saniert. Ich meine, es ist nicht schade, dass es saniert wird. Das Haus muss einfach saniert werden, das ist klar. Das ist einfach ein altes, armes, krankes, also nicht krank, aber schwaches Haus. Eigentlich, ich wartete darauf nur. Ich wusste es schon, dass es kommt, und ich habe auch Freunden erzählt, dass mein Haus ist so nicht renoviert und so ganz cool. Aber ich hoffe, es wird noch so lange sich ziehen, wie es nur geht. Weil wenn man so lange auf irgendwas wartet oder weiß, es wird irgendwann kommen, und plötzlich ist so ein Brief da, dass man es gar nicht so richtig begriffen hat, dass man gar nicht weiß, was da passiert. Und es war erstmal ein Schock, weil das einfach unser Lebensinhalt hier ist. Und teilweise sind Veränderungen was sehr Schwieriges. Wir haben es nicht wirklich als solche ernst genommen, um ehrlich zu sein. Also ich nicht, also muss ich ehrlich zugeben. Und erst wo dann die ersten Termine bzw. wo dann Mietsachen gekommen sind, da ist mir erstmal bewusst geworden, wie ernst es ist eigentlich. Vielleicht kommt die ja auch einfach nicht oder so. Was ist denn das? Sie wollten darauf drängen, dass man Termine doch gleich schnellstmöglich macht. Alles muss schnell gehen, und Sophie und ich, wir waren wieder langsam. Und ja, und aber irgendwie hat die Frau es geschafft, dann am nächsten Mittwoch dann bei uns aufzukreuzen. Ja. Ja. Gut. Wer ist eigentlich Frau Decker jetzt? Ich bin es. Wer sind Sie eigentlich? Sie wollte eigentlich die ganzen Sachen sozusagen eigentlich verkaufen, dass alles perfekt ist, dass, ja, und Pläne, die total unrealistisch sind, und hat aber nicht so richtig, glaube ich, dabei bedacht in ihrer Erklärung, dass Leute hier noch drinnen wohnen. Aber da ist halt hier die Grenze. Also das ist gar keine zusammenhängende Wohnung auf den Plänen, sondern... Die ist gar nicht mehr da, zu dort. Sozusagen. Also nicht nur sozusagen, sondern ja. Ist da wirklich nicht mehr da. Weil es ist natürlich eine Wohnung, erstens mit einer Außentoilette, mit einer, aber so eine restbestehende Wohnung. Also als Mittelwohnung, die wirklich nur noch als Restmittelwohnung vorhanden ist, mit der Außentoilette. Aber er kann jetzt nicht sagen, die Wohnung wird aufgelöst und das wird jetzt so, weil es steht jetzt so in unserem Plan. Und sagen kann er alles. Ja, okay. Da muss man sich halt immer. Aber Sie müssten ihm nicht zustimmen, das ist klar, weil Sie haben ein Geld für den Mietvertrag. So, jetzt schauen wir natürlich erstmal auf diese vorhandene Planung, die ja noch in den, ja, sag mal, im embryonalen Zustand ist. Ja. Und also bei Licht betrachtet habe ich also hier noch eine Wand und hier den Eingang und nicht da. Mhm, genau. Und ansonsten, das ist eh ein Raum. Genau. Und das Klo haben wir halt hier extra. Ne? Also, das ist ja auch eine Wöhnungssache. Meine Kapazität, die Wohnung ist ja schön hoch. Überall außer hier und im Bad 2. Ebenen drin, wo ich mein Campingkram und was man so alles braucht. Was normalerweise sonst überall rumliegt. Ich sammle aufgrund meiner Ausbildung eben auch Dinge wie alte Föhne, Schreibmaschinen und irgendwie was. Ne? Motorräder, ja, wo soll ich die lassen, wenn ich jetzt plötzlich in eine Wohnung komme, die 2,50 hoch ist, wo ich das überhaupt nicht stapeln kann oder so. So, also das ist jetzt so unser Nassbereich. Wobei ich sage, ja. Ich bestehe auf Fenster. Gleich von vornherein. Bad mit Fenster, ja. Mhm. Ich guck mal, nach dem Bad jetzt zu den Vögeln führt. Die Fußbodenheizung für die Vögel. Die Fußbodenheizung für die Vögel. Ja. Wahnsinn. Ja, das sind... Ich hab schon gedacht, sie geben mir immer mal einen Stromschlag. Oder? Nee, manchmal würde mir der Sinn danach stehen, aber das danken die nicht. Die fallen einfach nur um und sind tot. Da hat man nichts. Euch geht es ja gut hier. Dann muss ich sie mir auch aufschreiben als Haustiere. Dann muss ich sie mir echt notieren, wenn sie unter Artenschutz stehen sowieso. Ja, und die vom Umweltamt, also Bezirksamt. Wie viel haben wir denn davon? 8.
Also okay. Ich würde dann auch vorschlagen, der mich hier zum Umzug zwingt, der fängt die Wehen auch raus. Das wäre eine gute Alternative. Also ich krieg sie gefangen. Aber also es wird sie ja niemand zwingen. Keiner zwingt hier jemand. Doch, nein, ich muss ja ausziehen. Okay. Die haben ja gesagt, es wird saniert, nur wenn frei ist. Ja, also ich sag mal so, diese Bedingungen hier, die zwingen sie natürlich irgendwo zu einem Umzug, das ist richtig. Ja, also weil wenn nicht. Das Haus hier saniert wird, okay, aber diese Decke kommt einfach irgendwann. Ja, die kommt runter, natürlich. Ja. Deswegen habe ich ja auch da kein Licht. Und insofern zwingen wir sie nicht zum Umzug, sondern wir werden ihnen diesen Umzug natürlich mit nahelegen. Mit nahelegen, genau, richtig. Mhm. Und das aber nicht, dass wir sie zum Umzug zwingen. Naja, Bus. Aber Sie sind mehr oder weniger gezwungen, mal umzuziehen. Das ist richtig. Ich bin jetzt gezwungen, umzuziehen. Das ist richtig. Und die Frage ist, wohin? Ja. Finden Sie einen Vermieter für mich, der Ofenheizung hat, hohe Räume, damit die Tiere fliegen können? Ich finde nicht, dass ich schlecht lebe. Wenn irgendjemand mir erzählen will, dass ich schlecht lebe, kann ich einfach nur sagen, er hat ein Ei auf dem Kopf. Ich lebe super. Ich habe eine große Küche. Meine Wohnung ist so, wie ich sie haben will, wenn auch nicht alles funktioniert. Aber sie ist erstmal so. Deswegen regt mich das ja auch überhaupt nicht auf, wenn die zu mir sagen, ich lebe Substandard. Weil ich immer noch der Meinung bin, ich lebe viel besser wie Sie. Das ist ein Sanierungsgebiet. Sanierungsgebiete und so ein Kiezgebiet wurde ja ausgewiesen, um die Sozialstruktur zu erhalten. Und im Grunde genommen, was jetzt passiert, läuft ihm ja völlig zuwider. Ich meine, die Untersuchungen hier im Kiez zeigen ja, dass es nicht stimmt. Und deswegen kann ich mir für dieses Haus, wäre das ja auch eine Katastrophe, wenn die ganzen Leute nicht mehr zurück könnten. Ne? In den Wohnungen sind umfangreiche Bauarbeiten mit hohem Materialeinsatz notwendig. Um Platz zu schaffen, müssen die Häuser für einige Zeit geräumt werden. Viele Mieter haben aber den Wunsch und die Möglichkeit, in ihre Wohnungen zurückzukehren. Für die Betroffenenvertretung im Kiezladen sind beide Rechtsanwälte und sind da für die von Sanierung Betroffenen im Kiez zuständig. Also es gibt meistens keine vernünftige Ankündigung von irgendwelchen Arbeiten. Es wird halt gesagt, wir sind jetzt die neuen Eigentümer im Übrigen. Wir werden demnächst anfangen zu bauen und wir würden uns freuen, wenn Sie das Haus verlassen würden bis da und da. Und dann kommt irgendwann die Mieterberatung dazu und sagt, und hier haben wir irgendwie die Verträge, die ihr jetzt bitte unterschreiben solltet. Und wir haben auch Umsatzwohnungen, die vielleicht nicht ganz so schick sind und ein bisschen teurer, aber unterschreibt das bitte trotzdem. Und das sind im Grunde immer die gleichen Sachen, dass dann die Mieter meistens denken, jetzt müssen wir da aber auch schnell raus und eine andere Möglichkeit haben wir ja doch nicht. Und so ist es eben einfach nicht. Und das versuchen wir halt daneben mitzuteilen. Und dann kann man immer noch gucken, was man für verschiedene Möglichkeiten hat und was es alles gibt. Wenn Eigentum gemacht wird, dann ist es wahrscheinlicher, dass man hohe Summen bekommt. Aber dann hat man nicht wirklich was für einen Kiez getan. Also ich kann das verstehen. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich halte das nicht aus und ich nehme das Geld und hau ab. Aber ich fände es persönlich ein bisschen schöner, wenn ein paar Leute hier bleiben. Wichtig ist, klar, einmal das Objekt selber, der Standort,
ist sehr wichtig, weil ein falscher Standort heißt keine Vermietung oder Mindervermietung. Also das ist das Monetäre, was ganz klar geprüft werden muss, ob der Einkaufspreis, den man bezahlt, ob der mit einer Sanierung, mit allen Unwägbarkeiten, Risiken hinterher zu einem wirtschaftlichen Ergebnis führt, dass man damit Geld verdient, klar. Der neue Eigentümer, ja. Also zuerst, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, der sieht da aus wie Guido Westerwelle, ja, und er spricht auch, also ich finde wirklich, ja, und das kann ja auch wirklich keiner abstreiten. So, also total schleimig und in Anzug halt, mein Feindbild schlechthin, ja. Da habe ich ja gleich mir persönlich den Krieg erklärt. Wofür meine Mama mich auch mal auslacht. Aber, und dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht, der war mal so super freundlich und ich fand das irgendwie mal ein bisschen komisch. Und, aber ich hatte irgendwie auch Respekt vor dem, also so komisch. Also nicht Respekt, aber eher so eine, weiß nicht, Ehrfurcht, oder wie nennt man das? Der hat mich auch gefragt, wie wollen Sie, freuen Sie sich darüber überhaupt oder nicht und so weiter. Und ich habe ihm natürlich ehrlich gesagt, mir ist scheißegal, ich habe ihm gesagt, Mann, ich mag das nicht. Ich mag so meine Wohnung, wie es ist. Und, aber er wollte natürlich noch ansprechen, dass es doch renoviert wird und wie es dann alles weiter laufen soll. Und ich habe ihm gesagt, ich habe kein Geld, um das dann viel höhere Miete zu bezahlen und so weiter. Und der hat mir gesagt, dass es eine Einigung erzielt werden könne. Er hat zwar behauptet, auch mir gegenüber nochmal, dass sie ja bestrebt sind, dass die Mieter wieder zurückkommen. Hat er mir so erklärt, gerade im Zusammenhang mit der Frau mit dem Papageien, meinte er, ne, sie wollen ja auch, sie haben ja nichts gegen Vögel. Er hat auch nichts gegen Hunde, hat er gesagt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie sich natürlich lieber über Mieterfreunde den Mund halten und ihre Miete zahlen und dann ist gut, ne? Als über welche, die dann sozusagen Kritik üben. Tja, also mich hat das auch irgendwie fasziniert, so diese sehr freundliche Art so irgendwie und gleichzeitig irgendwie halt knallhart halt irgendwie, aber sehr, sehr freundlich verpackt und so. Und ich finde, das ist irgendwie, ich glaube, so treten heutzutage so Manager und solche Leute treten heutzutage so auf. Also es gibt halt irgendwie nicht mehr den bösen Boss, so der so mit Zigarre und Kapitalismus und so, der so da sitzt, sondern die kommen halt sehr freundlich daher. Und wenn du was sagst, ein Problem ansprichst, dann verstehen die dich immer sofort. So irgendwie. Das ist so eine andere Umgehensweise. Und das macht es natürlich auch viel schwieriger zu agieren und den Feind in denen zu sehen. Also klar, sie sind schon ganz schön clever. Eigentlich wird erstmal die Türe zugemacht. Im ersten Schritt. Und man muss lange an der Tür kratzen, bis man irgendwelche, bis man Begegnungen findet, bis man Einigungen findet mit den Mietern, ist einfach auch, rührt von daher, weil auch da wiederum die Negativinformationen bei jedem ganz klar vorne ist und jeder, der zur Tür reinkommt, erst einmal der Bösewicht ist, der stört, der etwas ändern will, der einen rausschmeißen will und. Also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt, muss man sagen. Also es gibt sehr viele, sehr positive Beispiele, wo das wirklich absolut gelungen ist und wo die Mieter nachher sagen, es war ein Glück, dass wir saniert worden sind. Und der Eigentümer hat es auch wunderbar mit uns gemacht. Das gibt es und gar nicht so selten. Das ist nicht die Ausnahme. Aber es gibt natürlich auch die Fälle, wo Eigentümer versucht haben, schlicht und einfach die Spielregeln zu ignorieren. Ich finde es nicht lustig. Ich finde es nicht lustig. Vorhin habe ich noch mal kurz gelacht. Aber das ist einfach nur frech. Dienstagabend wird eine Kriegserklärung verfasst. Ja, eine weitere. Ich meine alleine, wir mussten leider feststellen. Das war der Brief, als Sie gesagt haben, wir müssten innerhalb von einer Woche ausgezogen sein. Sozusagen eine fristlose Kündigung. Und ich glaube, keiner freut sich darüber, am Montag zu erfahren, dass man am Samstag bitte schon ausgezogen ist und dass das auch noch kontrolliert wird. Also weil zwei Leute hier offiziell gar nicht wohnen dürften, weil die nicht im Vertrag stehen. Wir haben halt einen Hauptmietvertrag auf 4 Leute und 2 davon wohnen wirklich noch hier, jetzt auch schon nicht mehr. Und 2 davon wohnen zwar schon ewig hier, aber waren halt nicht im Vertrag gestanden. Wir waren halt irgendwie, haben das nicht so, also nie drüber nachgedacht, so ernst genommen, dass wir das mal
bei der WIB nochmal klar machen müssen. Wir dachten halt auch, WG, ist klar, dass hier sich mal was verändern kann. Und eigentlich haben wir es ja geduldet. Also es ist natürlich schon krass, wenn man aus einem Lebensraum, den man sich selbst erschaffen hat und der einem eigentlich eine Sicherheit gibt, dass plötzlich ein wildfremder Mensch, den ich noch nie gesehen habe, plötzlich sagt, ich befehle oder ordne an, dass du in 6 Tagen draußen bist. Und niemand hat das Recht dazu. Und schon gar nicht auf diese Art und Weise. Und der Brief war auch sehr frech formuliert. Und es hat dann im Endeffekt beruhigt zu wissen, dadurch, dass wir ja doch eine recht gute Gemeinschaft im Haus sind, dass es nicht nur uns betrifft. Das hat dann auch wieder eine Stärke gegeben. Das erste Mal hat er geschrieben, bei Durchsicht der uns übergebenen umfangreichen Mieterakten mussten wir feststellen, dass in den Unterlagen keine Genehmigung der Tierhaltung ihrer Papageien vorhanden ist. Wir gehen allerdings zuversichtlich davon aus, dass ihn... Naja, der Verwalter, der neue, also er ist ja nicht der Eigentümer, war der Meinung, ich hätte nicht die Genehmigung zur Papageienhaltung und ich sollte die zum 30.06. die Papageienhaltung einstellen. Was natürlich also illusorisch ist. Wir uns aber sichtlich der bevorstehenden persönlichen Gespräche verständigen. Also ich hatte ihn dann auch angerufen, was er überhaupt von mir will. Klar, ich würde mir ja nie Tiere anschaffen, wenn ich keine Genehmigung hätte. So. Das ist eine Bedrohung meiner Existenz. Wenn ich die abschaffen muss, die gehören ja nun mal zur Familie. Und ich will sie nicht abschaffen. Insofern kann ich mit ihm nicht diskutieren, dann müssen wir das vor Gericht machen. Dann muss er klagen und dann werde ich das in Ruhe aussitzen. Ich werde mir einen Beratungsschein vom Gericht holen und dann kriegt das einen Anwalt und dann sollen die sich da... Das ist ja klar, das dauert dann 2 Jahre länger. So. Ich lasse mich da also nee, nicht auf so eine linke Tour. Schon lang? Na ja. Ja. Ah ja. War schon 4 Jahre? Ja, es ist schon. Schon was? Schon ein bisschen. Ja. Meine, ich hoffe, ich bleibe dann auch immer. Was machst du denn? Und ich hoffe, nein. Echt? Naja, weil es kalt ist. Ach, er kommt aus der Ukraine, das ist auch genau. Echt kalt. Und sie kommt aus warmem Land. Was? Sie kommt aus Armenien. Also ich wurde geboren in Armenien. Und hast du gewohnt dann? Bis zu 16. Ja, aber wir hatten in der Ukraine Heizung, tut mir leid. Ich glaube, wenn es jetzt Renovierung anfängt und die weiter mit mir keine Verbindung, mit mir nicht in Verbindung setzen wegen dieser Miete nach der Renovierung und dieser Absprache, dann werde ich einfach nichts machen, nichts mitmachen. Und der wird dann zu mir kommen, wenn die ganze Baustelle wartet hier, weil die müssen in meine Wohnung und ich bin nicht da. Und dann wird er denken. Und ich würde, mir ist scheißegal, der kann mich nicht rauswerfen hier, deswegen. Und will er mit mir nicht verhandeln, dann wird er kriegen. Man kann ja insofern ganz einfach ehrlich sprechen, dass wenn man solch ein Objekt kauft und erwirbt, man natürlich ein Ziel hat, das zu sanieren. Es ist das Einfachste zu sanieren, wenn das Objekt leer ist, weil es gibt keine störenden Elemente, wo man irgendwo drumherum bauen muss, weil man warten muss, bis einer bereit ist, auszuziehen. Also grundsätzlich ist das ganz klar, ein leeres Objekt ist das Highlight, was man gerne hätte. Und in dem Falle ist es auch ganz klar, dass man natürlich auch mit der Ansage an einen Mieter rangeht, dass man sagt, bitteschön, schön wäre es, wenn Sie ausziehen. Also wir haben erstaunlich viel Macht. Wir müssen uns nur darum kümmern, was für Macht. Und ob da irgendwelche Leute aus Leipzig kommen und sagen, das ist jetzt unser Haus,
Das werden wir noch sehen. Rechtlich ist es vielleicht Ihr Haus, aber noch sind wir hier drin. Hat sich halt das ganze nachbarschaftliche Leben halt auf einmal so voll, also voll entwickelt so. Das ist schon echt, fand ich echt schon super. Man denkt immer so, das hätte man eigentlich auch schon vorher machen müssen. Ja, das ist nochmal so ein, wenn was von außen kommt, hält dann die Gemeinschaft anders zusammen und es entwickeln sich andere Konstellationen halt innerhalb des Hauses. Ja, schon wieder eine schöne Antwort zu schreiben. So, weil ich hab da schon wieder so eine auf der Pfanne, die ich gelesen habe. So, aber naja, gut, wenn wir das zusammen machen, dann machen wir das zusammen. So, also dann hören wir auch mal. Ich bin jetzt, gerade reingekommen, ich muss dann jetzt auch gleich wieder und dann so. Bis nachher. Mal quatschen miteinander und hast du nie gesehen und mach mal hier und kannst du mal mit anfassen und wenn irgendwas ist, kann man überall mal klingeln gehen und sagen, oh, und kannst du mal meine Post rausnehmen oder gieß mal meine Blumen oder sowas. Also dadurch, dass das hier noch ein Haus ist, was verhältnismäßig bezahlbar ist, hast du eben auch noch nicht so diese, aber ich habe jetzt hier mehr als du oder ich kann länger. Und, naja, du weißt ja, diese, also ich empfinde es nicht als Konkurrenz, wie du sonst bei Nachbarn ja hast. Ach, ich habe jetzt hier neu so. Sowas findet hier einfach nicht statt. Deswegen, also ich finde, es ist immer noch so wie zu Ostzeiten. Wissen Sie, also zu DDR-Zeiten war es ja immer relativ lustig. Nicht? Also Wohnraum gab es wenig, aber eben halt viele Leute, die also unwahrscheinlich bemüht waren, welchen zu bekommen. Wir sind uns auch bewusst, dass wir mehr Wohnungen brauchen, um die dringender werdenden Bedürfnisse der Familien zu befriedigen, besonders unserer jungen Leute, die heiraten und Kinder bekommen. Es versteht sich, dass ein solches Programm großer Anstrengungen und noch größerer Initiative bedarf. Das ist ein beträchtlicher Anspruch an die Bauschaffenden. Wir rechnen aber auch auf die Begeisterung der Jugend bei einer für ihr eigenes Leben so wichtigen Angelegenheit wie dem Bau neuer und schönerer Wohnungen. Es war mehr oder weniger ja, gang und gäbe, dass die Leute schwarz oder illegal irgendwelchen Wohnraum besitzt haben. Nicht? Also wir haben also geschaut, wo Wohnraum frei war. Bürokratie, die Mühlen mahlten unwahrscheinlich langsam. Computer gab es eh nicht. Also insofern gang das also so ein Beamtenweg, der also unwahrscheinlich lange ging. Ja, und dann die Leute also halt sich in die Wohnung eingesetzt, haben Strom bezahlt, haben Gas bezahlt und ja, so nach einem Viertel, halben Jahr war die ganze Geschichte dann irgendwie legalisiert. Ne? Ich meine, ich habe mehrere Wohnungen besetzt. Wurde eben, wenn man weiß, da wohnt keiner. Ich meine, man ist ja immer irgendwo hingegangen, wo man Leute im Haus kannte. Ne? Wo man gewusst hat, okay, man, hier wohnt schon 3 Jahre keiner mehr. Naja, dann hast du die Bohrmaschine geholt, buff, bei dem Strom gezogen, hast das Schloss ausgebohrt und bist eingezogen, zack. Hast dir von unten Mieter eine Kontonummer geben lassen und hast eben einfach Miete hinüberwiesen. Und wenn die dann ein Vierteljahr, ein halbes Jahr die Miete angenommen haben, dann können sie auch nicht einfach sagen, du wohnst hier, wie, sondern du hast ja bezahlt. War eine richtige Subkultur. Das hat richtig super Spaß gemacht. Leute, die immer gleiche sind. Künstler oder die eben nicht arbeiten gegangen sind, die also so gejobbt haben, für Boutiquen genäht und so, die eben versucht haben, von diesem staatlich reglementierten System loszukommen. Klar, das ist auch normale Arbeiter oder irgendwie was. Das war ein super gemischtes Volk, ganz viele ältere Leute auf, die man jetzt kaum mehr sieht. Thank you.
Das Haus stand ja eher bis 1990 eigentlich auf Abriss. Also man wollte ja die Bewohner mehr oder weniger aus dem Prenzlauer Berg draußen haben und die maroden alten Häuser abreißen. Ein beträchtlicher Teil des Nationaleinkommens wird für den staatlichen Wohnungsneubau verwendet. Nach wie vor Schwerpunkt und hauptsächliche Form der Schaffung neuen Wohnraums. Die Größe, Ausstattung und der Komfort der Wohnungen ist gewachsen. Um besonders die Wohnverhältnisse der Arbeiter zu verbessern, werden Neubauten verstärkt in den Zentren industrieller Entwicklung errichtet. Die Mieten sind, wie überall in der DDR, stabil. Sie betragen 5-10% des monatlichen Durchschnittseinkommens. Näher, wir warten noch auf den Bauleiter. Aber vielleicht ist es da unten nicht so windig und Sie brauchen nicht so frieren. Lieber Bürger vom Prenzlauer Berg, ich freue mich, dass ich Sie heute begrüßen darf. Ihre Wohnung wird in diesem Gebäude liegen, was dort zu übereck ist. Die Wohnung wird noch im Rohbau sein. Es war also wirklich schwierig, überhaupt irgendwie hier im Prenzlauer Berg bleiben zu dürfen oder so. Ne? Also wir mussten da wirklich drum kämpfen. Und wir hatten also halt einfach nur Glück, dass also aus diesem Haus jemand ausgezogen ist. In der dritten, also in der, ja doch in der dritten Etage. Also in der Wohnung, wo wir oder ich heute noch wohne. Die also Hohenschönhausen, Hellersdorf oder Marzahn einfach klasse fanden, nicht? Mit ihren Zentralheizungen und ähnlichem. Oder? Die oder die? Das, ich mit glaub, Holz. Das da, mit Holz. So wird es renoviert werden, unser Haus. Also die Arme ist schon ziemlich schön. Ich glaube aber, dass es sehr heiß ist, wenn man so weit oben wohnt. Aber es ist geil, das ist Südseite. Ja, eben, es ist das total ist Sommer, heiß. Sommer, ganz, das ganze Jahr. Tja. Vielleicht können wir ja zu zweit eine mieten. Ein Zimmer. Ich glaube, da müssten wir alle eins. Ein Zimmer. Genau, vielleicht können wir diesen Deal mit ihm machen. Er überlässt uns eine Dachgeschosswohnung und wir mieten uns da immer jeweils für eine Woche jeder ein. So. Und die restliche Zeit leben wir wo? Mag mich nicht verzehren und ich mag mich auch nicht festbeißen. Ich beginne auch, also ich habe schon, viele Bücher sind schon weg, ich bin auch dabei schon, also mich ein Stück zu verabschieden und Dinge herauszutragen und es halt langsam aufzulösen. Das heißt, ich habe mich auch, oder beginne auch, mich schon zu verabschieden und zu lösen von der Wohnung. Es gibt ganz einfache Lösungen, sehr schnelle Lösungen, die eigentlich immer auch die angenehmsten waren, auch für beide Seiten, weil ohne irgendwo großartig Tamtam wurde man da also einig. Und andere Lösungen sind sehr, sehr lange und bringen dann auch schon bei einem auch die Überlegung, irgendwie, wie kriege ich denn jetzt los? Also auch Methoden zu überlegen, einfach mal, wo man, wo viele Bauträger auch das mit in ihrem Programm haben, wo man einfach sagt, okay, jetzt machen wir das eben mal anders. Es gibt die Methoden Wasser abstellen, es gibt die Methoden oben im Dach Rohre, also Wasserrohre kaputt zu machen, dass das ganze Haus voll Wasser läuft. Also eigentlich die Wohnungen, die zwar noch bewohnt sind, eigentlich in einem unbewohnbaren Zustand zu bringen. In irgendeiner Form. Ist nicht meine Methode, ich würde es nicht machen, aber hat es im Prenzlauer auch gegeben. Ich werde den Wohnung nie abgeben. Das heißt nur, wenn die mich rausschmeißen. Wenn man schon was hat, wieso muss man suchen?
sich wieder anstrengen. Und wenn es nicht klappt, dann wieder neu und noch neu. Und so 10 Mal im Leben oder 20 Mal. Die meiste hier machen. Nein, nee. Ganzes Leben hier bleiben? Nein, ich muss ganz Leben nicht hier bleiben. Ich kann auch woanders wohnen. Aber diese Wohnung ist doch ganz, ganz gut. Ich weiß nicht. Also ich mag nicht diese Wohnung. Ab Anfang. Immer weniger. Das ist einfach furchtbar. Schrecklich. Alles. Oh, ich will nicht dran denken. Also ich stelle mir die, wenn die Bauarbeiten anfangen, ich will es mir nicht vorstellen. Also ich glaube, ich will nicht im Schutt und Asche leben. Also tut mir leid, aber ich bin nicht der Typ dafür. Also ich lebe schon in einem Chaos, aber es muss auch nicht noch eine Baustelle um mich herum sein. Tja, also ich hatte ja immer den Wunsch gehabt, diese Wohnung zu kaufen, und selbst wenn sie saniert wird, und ich hätte es auch nicht schlecht gefunden, einen Balkon zu haben und so weiter. Aber es ist einfach zu teuer. Also das Angebot, das ich bekommen habe, ist einfach so, dass das überhaupt nicht in Frage kommt, und ich denke, ich habe das Gefühl, dass die mir auch gar keine Chance geben wollten, weil das einfach, die haben mir das höchste Angebot gemacht, das man überhaupt machen kann, hier im Prenzlauer Berg für eine Wohnung. Und ich denke, also das ist für mich erstmal gar keine wirkliche Verhandlungsbasis überhaupt. Und jetzt habe ich mich mit dem Gedanken eigentlich schon abgefunden, dass ich die Wohnung aufgebe. Ich wollte auch schon ewig was besetzen, so. Habe ich auch schon gemacht, aber das hat dann irgendwie immer mit der Schule, und das hat dann irgendwie nicht so hingehauen. Weil wenn dann zum Beispiel Krampus oder so, dann hast du deine ganzen Schulsachen da und die werden dann irgendwie aus dem Fenster geschmissen. Nein, meine Mathe-Hausaufgaben. Oder so. Naja, also das wollte ich eigentlich mal machen. Also ein ganzer Freundeskreis von mir war nun richtig radikal. Die haben die ganzen richtigen Häuser besetzt. Also Dunkerstraße. Dunkerstraße 14, 15, wo ich jetzt eine Umsetzwohnung angeboten bekommen habe in der 14, was total makaber ist, weil ich die Geschichte des Hauses kenne. Weil mein ganzer Freundeskreis hat dieses Haus damals besetzt. Da kriege ich jetzt eine Umsetzwohnung drin angeboten. In diesem teuer an irgendeine Immobilienfirma verkauften Haus. Ne? Das ist so eine Pointe der Geschichte jetzt hier. Ne? Aber es zeigt halt, das hat sich alles geändert. Ne? Besetzung habe ich irgendwie nie gedacht. So. Also, obwohl es natürlich schon einfach, also das hat natürlich auch so einen schönen, ich weiß nicht, es hat natürlich einen schönen romantischen Beigeschmack. So irgendwie, so Villa Kunterbunt und... Ja, und manchmal denke ich, ist natürlich auch schade, weil manchmal hat man immer so das Gefühl, halt, weiß ich nicht, die Leute, die damals wirklich die Häuser besetzt haben, die haben wirklich, die haben sich echt wirklich positioniert und ja, und ich habe das Gefühl, es ist irgendwie doof, man ist irgendwie selber so in so viel Zwängen und in so viel Stress irgendwie drin, irgendwie, dass man irgendwie da keinen Widerstand entgegensetzt. Was einfach, also was vielleicht auch irgendwie ein Problem von der Zeit ist, einfach. Naja, wir sind da drauf und dran, eben was Neues zu suchen. So. Möglichst in der gleichen Preislage und möglichst natürlich auch in ähnlicher Wohnlage. Und Wenn es halt wirklich um so eine Geschichte geht, wie, weiß ich nicht, was ja auch so eine Art Gentrification ist, so ein Prozess irgendwie, der hier im Viertel stattfindet, dann ist es schon eine Sache, die man auch, also die ich jetzt in dem Moment als gegeben hinnehme und einfach in die nächsten Freiräume schlüpfe. Das ist halt irgendwie gerade der, also so geht's halt gerade, also so funktioniert's in dem Moment. Und wenn jetzt wirklich eben Leute, wenn jetzt wirklich, ich weiß nicht, manchmal habe ich so, vielleicht bin ich ja manchmal zu naiv, aber ich sehe auch jetzt irgendwie Hildebrand und Jürgens oder so, sehe ich jetzt auch nicht als die krassen Immobilienhaie. Die tun einfach, was ihr Business ist irgendwie. Und ich sehe auch, also natürlich bin ich davon betroffen und sehe das auch, es ist natürlich doof für mich, aber also ich empfinde es nicht als einen Angriff auf meine Grundrechte. Thank you.
Naja, also im Prinzip, also ich bin ja 1984 in dieses Haus eingezogen und hatte also die Höhen und Tiefen dieses Hauses seitdem also mehr oder weniger mitbekommen. Höhen dieses Hauses waren ja so Punkte wie 1989, als man im November, Ende Oktober nach Hause kam und das neue Forum so aufgerufen hatte, also halt einen gewaltfreien Protest eben halt zu machen und die Leute doch gebeten hat, irgendwie Kerzen ins Fenster zu stellen als Zeichen des Protestes. Und man ist so nachts nach Hause gekommen und der gesamte Prenzlauer Berg war einfach so erleuchtet und man kam halt durchs eigene Haus und in jedem Fenster im Haus standen Kerzen. Das war ja ein tolles Gefühl. Durch die Wende und was dann alles passiert ist in diesem Zwischenzeit, diesem einem Jahr damals, anderthalb Jahre, wo alles möglich war und wir wahnsinnig viel gemacht haben. Ne? Dadurch hast du Berlin noch lieben gelernt, vor allem in diesem Kiez hier. Ne? Naja, nach der Wende sind erstmal noch, sag ich mal, aus Kreuzberg und von überall noch ein Haufen Szenetypen mit rüber geschwappt. Da war das denn hier ganz krass. Also irgendwie überall machten kleine Lädchen wie Schliemann-Kaffee und weiß ich wie weit alles. Mit aus dem Müll gezogene Möbel und die alle versucht haben, mit ganz wenig Zeug, also ohne Konsum und irgendwie was aufzuziehen. 40 Jahre lang war der Arbeiterkiez am Prenzlauer Berg von den SED-Politbürokraten vergessen worden. Resultat: Das Gründerzeitensemble ist heruntergekommen. Hinter den zerbröselten und zerfallenen Putz kommen die blanken Klinkersteine zum Vorschein. Die Devise heißt jetzt vielmehr retten, was noch zu retten ist. Im Auftrag des Berliner Senats haben Kreuzberg erprobte Stadtsanierer der Gesellschaft für behutsame Stadterneuerung Stern eine erste Analyse zum baulichen Zustand hier am Prenzlauer Berg durchgeführt. Aber auch Vertreter 2-3 Monate nach der Wende haben wir uns schon hier getummelt, manchmal ein bisschen mühsam. Aber wir waren schnell da und haben auch relativ schnell mit den Leuten gesprochen. Von daher war die Wende für uns als Firma durchaus ein Glücksfall, weil der Senat als Auftraggeber gesagt hat, Kreuzberg ist zu Ende, die neuen Aufgaben liegen im Ostteil der Stadt und ihr sollt Prenzlauer Berg machen. Wem immer sie gehörten, Miethäuser in Ost-Berlin wurden bis zum Jahresende in der Regie von Wohnungsbaugesellschaften geführt. Sie standen unter sogenannter Zwangsverwaltung. Hässliches Wort, aber die Sache funktionierte leidlich. Seit 1. Januar nun gilt das, schwieriges Wort, zweite Vermögensrechtsänderungsgesetz. Und das bedeutet, ab jetzt sind die Eigentümer für die Häuser zuständig. Ich sage Ihnen, wenn die Rahmenbedingungen gesetzt sind, wenn die notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen getroffen sind, werden nicht nur Hunderte, sondern Tausende von investitionsbereiten Unternehmern aus Großunternehmen wie bis hin zum Handwerk aus der Bundesrepublik hierher kommen. Und gemeinsam mit Ihnen werden wir in kurzer Zeit ein blühendes Land schaffen. Ob ich dann alle Probleme gelöst habe oder nicht, ist kein Fakt mehr. Man muss einfach loslegen. Klar muss man das dann irgendwo anmelden und auch den Mietern, die da drin wohnen, die es ja nicht verhindern dürfen eigentlich oder auch nicht können. Da muss man halt um sie drum herum bauen. Aber mit diesen ganzen Unwägbarkeiten muss man einfach arbeiten. Ich will mich beteiligen, weil ich will hier bleiben. Und deswegen, ich will ganz konzentriert und gezielt mich beteiligen mit dem ganzen Aufbau. So wie Eigentumswohnung, ja. Nur eben Mietwohnung. Jede Hecke. Ja, nee, ich kann benutzt. Daran finde ich ganz schön, weil ich kann jedes irgendwie ganz gut planen. Und oder wenn er nicht stimmt, sagen, nein, mir passt so Wohnung, ich will nichts geändert haben. Heizung, bitteschön, 1, 2, 3, einbauen, Schluss. Mhm. Toilette können Sie da auch einbauen, aber sonst alles will ich so, dass es so bleibt, wie es ist.
dann wird er Probleme kriegen. Ich habe nicht so viele Pläne wie Victor zum Beispiel, aber ich brauche WC hier, Badewanne. Dusche. Keine Dusche, weißt du, mit Badewanne und die Küche mit der Tür. Damit mit hier Mixer, mit Elektrokombine. Nein, ich weiß nicht, also. Sag einfach alles das, was Victor gesagt hat. Genau. Nicht. Nicht. Es gibt einen schönen Artikel im Grundgesetz, da steht drin, dass das Eigentum geschützt ist. Das ist die Frage nach dem Eigentümer. Wenn ich ein Eigentum habe, hat der Staat dafür zu sorgen, dass es auch geschützt ist. Steht aber auch drin, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Da sehen Sie schon so ein Spannungsverhältnis. Das Eigentum ist eine Säule dieses Staates, völlig klar. Auf der anderen Seite bin ich nicht völlig autonom und kann sagen, ich mache damit, was ich will. Das trifft natürlich für so ein Wohnhaus erst recht zu. Da wohnen Menschen drin, die haben Verträge und müssen Miete bezahlen, aber die wohnen auch drin und leben da drin. Und dieses Spannungsverhältnis muss man natürlich aushandeln. Ist schon irgendwie komisch, jetzt hier auszuziehen, nach so vielen Jahren. Und gestern Abend dann das erste Mal von der Kneipe, Torpedokäfer, wo ich mal hingehe, in der Dunkel, das erste Mal dann sozusagen nicht abzubiegen, sondern einfach geradeaus weiterzulaufen. Du darfst hinter ihr herziehen, wenn die Wände versetzt sind hier. So grundlegend instand und gesetzt werden muss und modernisiert werden muss, ziehen die Mieter in der Regel aus, weil einfach in der Wohnung nicht weiter gewohnt werden kann, wenn Bäder eingebaut werden und solche Geschichten. Und viele sagen dann, das ist der Anlass, ich will woanders hin. Ob sie dann in demselben Gebiet eine andere Wohnung nehmen, was ja auch viele machen und auch gemacht haben, oder ob sie sagen, ich hatte sowieso was anderes vor, wenn ich das Geld habe, Häuschen im Grünen, oder ich will irgendwie da wohnen, wo meine Schwester wohnt oder so. Das ist oft ein Anlass, sich zu verändern. Und das voneinander zu trennen, zu sagen, ich ziehe weg, weil ich mich irgendwie verbessern will oder andere Ideen habe, oder ich ziehe weg, weil mir die Miete zu hoch ist, das ist ganz schwierig. Nicht jeder, der umzieht, bei dieser sehr hohen Fluktuation, die wir hatten in den letzten 20 Jahren, ist ein verdrängter Mieter. Das Lebensgefühl hat sich hier verschlechtert, aufgrund dieser vielen Sanierereien, weil eben viele interessante Leute, die aber wenig Geld haben, aber sag ich mal intelligent und kreativ sind, hier weggedrängt wurden. Du siehst ja, du hast jetzt ja auch, sag ja mal, die Chlorophyll-Marxisten hier. Die Grünen reden, ihn auf Rot machen und in Wirklichkeit aber das dicke Geld im Nacken haben. Und so Leute wie mich jetzt zum Beispiel als Störfaktor finden. Die wollen mich raus haben. Klar, denke ich schon drüber nach, aber mir ist schon klar, dass wenn ich was finde, was, sag ich mal, saniert ist, aber diesen... Also dieses Volumen hat, dass ich das nie bezahlen kann. Oder er zahlt eben einen anständigen Abstand, dass ich sagen kann, okay, dann kann ich mir eine andere Wohnung eben durch diese Abstandszahlung, durch Zuzahlung leisten. Aber dann muss ich auch wenigstens einen absehbaren Zeitraum abdecken, dass ich sagen kann, na gut, vielleicht hast du bis dahin dann wieder Arbeit. Ne? Ansonsten kick dich um. Leute, die Jobs haben, wie sie öffentlicher Dienst oder sonst irgendwie, geregeltes Einkommen oder... Alle anderen werden da verdrängt. Die werden dann alle an den Plattenbauten am Rande der Stadt hingedrängt. Oder weiß ich nicht, wo sollen die bleiben? Ja, ja. Aber guck mal, wie geizig sind die. Das heißt, das ist Aufhebungsvereinbarung. Weil er dachte, dass er kommt und sagt mir 10.000 und ich bin, oh Gott, danke schön. Und werde ich sofort unterschreiben, bitte schön, ich ziehe in 2 Tagen raus. Und hier steht noch ganz interessant. Bei der Ermittlung der vorstehenden Ausgleichszahlung wurden die Pauschalen der mittelbaren Umzugskosten in Höhe blablabla als auch der unmittelbaren Umzugskosten in Höhe blablabla bereits berücksichtigt.
Siehst du, wie geizig sind die? Die wollen sogar in diese 10.000, was er mir zahlt, schon irgendwie noch ein bisschen dran verdienen. Weißt du, die wollen doch weniger noch zahlen, weil die wollen dieses Geld beibehalten. Das ist. Und gelten insoweit mit Zahlung des Ausgleichsbetrages an den Mieter als geleistet. Lustig, wa? Naja, der weiß, dass ich nicht raus will. Das heißt, der weiß das endgültig und ich glaube, er wird mir auch keine neuen Angebote geben. Oder so. Das heißt. Also ich warte. Ich warte schon sehr lange. Irgendwann passiert Wunder. Dass wir umziehen oder kriegen was Neues. Eine endlich Renovierung. Wieso guckst du mich so an? Naja, aber er will natürlich nicht, dass ich hier wohnen bleibe. Weil er will die Wohnung nicht so behalten, wie sie ist. Er will die Wohnung von Hermann halt zusammenlegen mit dem Zimmer und die anderen beiden Zimmer wahrscheinlich zu der leeren, also die Wohnung daneben, die leer steht. Und er wartet jetzt irgendwie, dass ich aufgehe wahrscheinlich. Und hat mir jetzt Summe angeboten, die ich aber nicht akzeptiere. Und ja, jetzt warte ich halt darauf, dass er irgendwie was macht. Irgendwie so. Also ein besseres Angebot, weil ich will ja nach dem Abi nach Mexiko. Wahrscheinlich. Also bloß nicht mehr in Berlin bleiben. So. Also ich glaube, niemand kann sich vorstellen, dass es hier irgendwann weiß ist, dass es neue Dielen gibt, ganz tolle neue Fenster, eine schicke Heizung. Das ist nicht dieses Haus. Das ist nicht für uns oder nicht für mich. Ja, deswegen hoffe ich, dass er uns einen schönen Trost dann doch gibt und wir einfach was Neues irgendwo anfangen. Es war totaler Stress und es war eine Sache von Minuten. Also dieser Mietvertrag, das war echt Zufall, dass es jetzt geklappt hat. Okay, und dann wusste ich sie am nächsten Tag um. Ich habe die Schlüssel, so. Und es ging dann schnell, ja. Dann haben wir sofort eingeräumt und jetzt ist die Wohnung eingeräumt. Also ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die planen ihren Umzug irgendwie 2 Monate vorher oder so. Aber ich habe plan es einen Tag vorher und dann klappt es auch. Da muss mal Schluss sein. Es muss Platz gemacht werden für Neues. Hierin, die Bruchbude. Jetzt ist aber auch wirklich Zeit, dass man aussieht. So wie die jetzt aussieht. Ah. Komm rein, kannst du rauskicken. So, der letzte Zug. Telefon abgeschlossen. Ich habe mir ganz viele Wohnungen angeguckt. Ich habe ja schon im Oktober angefangen, mir Wohnungen anzukicken. Und dann, ja, Ende Dezember hatte ich mich dann zu der schönen Hause entschlossen. Weil ich eben doch wusste, da kann ich Anfang Januar rein, weil ich ja wusste, ich muss ausbauen. Ne? Na toll.
Komm her. Nee, nicht auf die Klinge setzen lassen. Eigentlich müsste mich das so ja freuen. Ich habe dieses Schreiben, glaube ich, am Samstag bekommen oder so. Da stand, dass sind Schaden entstanden und solange bleibt das Wasser gesperrt ist. Und eigentlich in meiner Stadt Wasser, in meisten Gebieten gibt es zwischen 6 und 9 vormittags und 6 und 9 abends. Und wenn die abstellen Wasser, keiner schreibt ein Schreiben, sondern die stellen einfach das ab und es gibt es nicht. Und egal, ob du vorbereitet bist oder nicht. Und deswegen, das heißt, für mich ist es alles in Ordnung, weil ich bin dafür sozusagen vorbereitet schon. Ich bin gewohnt daran. Deswegen, wenn das abgestellt wird, dann ist, wenn das Licht abgestellt wird, dann ist es auch kein Problem. Es gibt doch Kerzen und so weiter. Ja. Was mich also im Prinzip stört, ist einfach, dass ich die letzten Tage oder Wochen, die ich hier im Haus bin, in meiner wunderschönen Wohnung, dass ich da also eigentlich kein Wasser habe und das nervt. Ist, ja, sollten Sie tatsächlich die Abfindung zahlen, ja, sind Sie ja tatsächlich die letzten Tage in dieser Wohnung, die ich habe. Und ich wohne ja seit 1987 hier. Und dann ist das einfach ein schäbiger Abgang. C'est fini. Ja, es ist vorbei. Ist ganz schön traurig eigentlich. Also, ziemlich trostlos. Also irgendwie ist es der traurige Teil der ganzen Geschichte. Gerade so ein bisschen. Ich habe es noch nicht wirklich realisiert. Es ging alles so schnell mit dem Umzug und so, weil ich auch eine schöne Wohnung gefunden habe. Aber jetzt so, keine Ahnung. Ist irgendwie. Also so, jetzt werde ich halt erwachsen gerade. So. Habe ich das Gefühl. Und da verängstige ich mich auch ein bisschen so, weil ich diesen Elan nicht verlieren möchte und die Begeisterung und so. Aber ich meine, es ist schon gut, weil man kann mit Ämtern reden, man kann irgendwie so tun, als wenn man einen totalen Plan hätte, wie es halt alle Erwachsenen machen. Ich habe das jetzt nämlich rausgefunden, dass es so läuft. War ein guter Deal. Also, ja.
aber wird mir einiges ermöglichen in meinem Leben. Na, es gab Momente, da dachte ich, oh, das kann jetzt sich noch mal richtig lange hinziehen. Als er einmal so gesagt hat, nö, nö und so. Und eine ganz lächerliche Zahl genannt hat und so. Und wir dann dachten wir schon erstmal, okay, es wird jetzt ein längerer Kampf. Mhm. Und dann gab es einen Moment, wo er auf einmal, zack, ah, naja, vielleicht können wir uns da doch einigen, bla bla. Und dann ging es ganz schnell. Ne? Und der ist schon nicht blöd. Da ging es fast schon zu schnell, ne? Zu schnell, ja, wollte ich auch sagen. Ich glaube, der hat im Endeffekt zugegriffen, hat auch irgendwo sicher gemerkt, dass wir das annehmen werden. Und dass für ihn definitiv eine gute Einigung ist. Ging das dann irgendwie. Dass er noch relativ gut wegkommt. Schnell, ne? Ja. Mhm. Also. Und jetzt haben wir da irgendwie so einen komischen Wisch, A4-Seite, für ein Jahr Stress. Hm? Ja, also für eine Aufhebungsvertrag? Oder Vereinbarung, Aufhebungsvereinbarung. Ja, wie geschickt wir dabei waren, das weiß ich auch noch nicht so richtig. Hm, geht so. Aber wir waren auf jeden Fall geschickt, dass wir gesagt haben, wir hinterlassen die Wohnung so, wie sie ist. Und die Entrümpelung kann er selbst machen. Die sind so grausam, machen alles kaputt. Aber naja, jemand muss das machen, oder? Was können wir machen? Was können wir tun? Es geht nicht anders. Also normale Menschen sind schon längst lange weg. Wir sind nur da. Für uns ist das problematisch, also für mich. Na. Die wollen Gas abstellen. Und ich weiß nicht. Ich habe gesagt, ja, ich stimme erstmal nicht zu. Ich erkündige mich und dann sage ich Ihnen, ob können Sie. Wir stellen Ihnen auch die Elektroherd, alles zur Verfügung und so weiter. Ganze mögliche Schnickschnack. Ja. Was denkst du, ist das. Darf man so? Das heißt, weil ich habe Angst, dass die jetzt, wenn die das abstellen, dann schneiden die das ganz ab, weißt du, und dann sagen die, gibt's kein Gas. Mhm. Weißt du, und das ist das Problem. Was hat er denn, aber bist du kurz vor einer Einigung oder ist noch... Nein, ist noch nicht so weit. Mich stört ja auch nichts. Der hat jetzt in diesem Spiel, der hat einen besonderen Schritt gemacht. Weil ich habe gesagt, na ja,
ich spürte, dass er will sich nicht wieder bald melden. Und ich habe gesagt, naja, ich überlege es mir. Oder doch Abfindung. Ich habe mir so mit Freunden noch rumgesprochen und dachte ich mir, die haben mich versucht zu überzeugen wegen doch irgendwie Prämie und raus, weg. Und ja, gut, denken Sie, Herr Konisch, denken Sie, Herr Konisch. Okay, gut, ciao. Ich weiß, dass ich sowieso was kriege. Und das Problem liegt, ich bin zufrieden, trotzdem. Ich bin zufrieden damit. Und deswegen, ich weiß, dass ich will eine bestimmte Grenze, aber ich will ihm wieder auch nicht das unmöglich machen. Das will ich nicht. Ich will, dass alle, Kompromiss, der erreicht, was er will. Und ich erreiche auch gewissermaßen. Aber da er ein bisschen höhere Instanz quasi ist, weil der ist mächtiger, großer, reicher, der kriegt mehr. Okay, mir ist scheißegal. Schließlich hat er diese Wohnung gekauft. Weißt du. Und deswegen es muss es dieses Balance geben. Dann ist es normal funktioniert. Dann hast du deinen Spaß. Wirklich, mach Spaß. Echt interessant, wie es wird, weißt du, guckst du. Aber danach ist es dann zu unerträglich, weil dann kommen diese bösen Gefühle. Und dann hast du keinen Spaß daran. Ich kann das nicht mehr. Wenn du um 7 Uhr aufstehst und wenn es so staubig und laut ist, also, das mag ich nicht. Nee, das und ich mag ich auch, dass nicht. Wir so ganz alleine da sind, weißt du. Ich mag das, dass die irgendwie Nachbarn sind, dass du... Ich habe wirklich Angst da. Ich bin, wenn ich so abends da alleine bin, da ist es so leer und so. Keine Ahnung. Was hast du keine Ahnung? Also da, bei uns ist ganz schlimm. Da kann man nicht bleiben. Jetzt, wenn alle schon weg sind und so guckst du mich so komisch. Nee, ich höre dich zu. Ja, also normal, du verstehst das sowieso nicht. Also am Sonntag fliege ich nach Argentinien, habe noch nichts vorbereitet und bin total im Stress. Aber ja, ich weiß auch noch nicht genau, was mich da erwartet. Ich weiß, was ich vorhabe so ein bisschen. Ich will am Theater wieder arbeiten, was ich hier auch die ganze Zeit gemacht habe eigentlich. Und naja, aber ich lasse mich gerade auf eine Sache ein, wo ich irgendwie noch gar keine Vorstellungen so richtig habe. Victor, der ist gerade gekommen und hat gesagt, endlich, wir haben das. Und dann habe ich natürlich gefragt, was für eine Wohnung und so weiter. Und die Wohnung ist noch schlimmer als hier. Ich hätte nie gedacht, dass es sowas gibt, dass es noch schlimmer gibt überhaupt. Das ist eigentlich nicht Traumwohnung. Lucina hat einfach Streben zu Komfort. Gab wie jede Frau. Überhaupt nicht. Normal. Also, ich meine, ich brauche doch keinen Luxus, Frau, ich brauche nur eine Toilette. Seide. Gott, warum reden wir immer über Kissen, riesige und riesige ist. Porzellan, Klo. Ich habe von ihm verlangt Entschädigung, eine hohe Summe. Und ich habe von ihm noch verlangt, das war eine unbedingte Forderung. Also es musste sein, ohne das würde es nicht gehen. Summe könnte noch variieren hin und her, aber das war, dass er mir gleiche Wohnung in mehr oder weniger gleichem sozusagen Mietbereich findet. Ich habe ihn mit ihm geeinigt, das war alles klar, aber dann hat er mit mir noch schon so ein mieses Stückchen gespielt. Der hat mir mündlich zugesagt, dass ich länger da bleiben kann, als ich
aus meiner Heimat kam, dann wieder zurück. Am 16., glaube ich, habe ich ihm sofort angerufen, habe ich ihm gesagt, ja, ich bin da, wie es ist jetzt, mit der Wohnung zieht sich noch bis 30. Mai. Und er hat gesagt, kein Problem, aber dann nach 2 Tagen habe ich ein Schreiben bekommen, dass dadurch, dass ich nicht bis zum 15. Mai ausgezogen bin, Baumaßnahmen waren stillgelegt und deswegen, die stellen mir das alles in Rechnung. Also es war so eine Art von Trick, um aus mir Geld rauszuschlagen, die er mir quasi zugesprochen hat. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich kann gegen ihn klagen, ich kann vor Gericht gehen, das wird mir wieder was kosten. Keiner hat mir Sicherheit gegeben, dass es wird gut ausgehen. Deswegen dachte ich mir, okay, nächstes Mal, sollte es nächstes Mal kommen, werde ich das nicht mehr so machen. Habe ich was gelernt. Ich hätte mir vor 20 Jahren nicht vorstellen können, dass man in dieser relativ kurzen Zeit diesen Sanierungsprozess so weitgehend vorantreiben kann. Natürlich gab es Begleitumstände, die nicht so ganz unproblematisch waren. Die haben wir auch nicht unbedingt vorausgesehen vor 20 Jahren. Muss man auch sehen, das ist ja ein langer Zeitraum. Aber insgesamt... Nein, ich bin 5! Das Stuckteil. Das hat beim, als ich durchgegangen bin und geguckt habe, weil ich so leise gesagt habe, ich will mir aus den alten Wohnungen, was sie sowieso wegschmeißen, nehmen. Und da war die Tür offen und da lag dieses Stuckelement. Ach, das stimmt, du hattest so einen Deal, ne? Genau. Ich habe mir Baumaterial genommen anstatt Geld. Das hat jetzt alle zu meiner Oma gekarrt, Fenster und hin und her. Und da soll er ja dann jetzt im Winter jarten für meine Pflanzensucht, damit ich meinem Ticken ein bisschen frönen kann, meinen kleinen. Neben den vielen anderen kleinen Ticks. Nur was Schönes, dass er eben wieder so hoch ist. Meine Ofenheizung, dass ich also meine zweiten Ebenen wieder alle reingekriegt habe und noch mehr, um meinen Kram unterzukriegen. Ja, naja, den Ausbau, das war ja bei der alten Wohnung nur auch. Also Wände wegtragen und Klo einbauen und so. Kaum bin ich fertig. Wie jetzt hier, die Heizung ist eingebaut und alles, ne? Habe ich gerade alles fertig, bezahlt den Klempner und dann kommt der Schritt eben, dass das Haus verkauft ist. Und dass dann eben eine Sanierung geplant ist, klar. Also höchst unangenehm irgendwie. Ja, mal sehen. Muss ich eben warten, was passiert. Also kampflos geht natürlich nicht raus. Das ist klar. Es ist ja immer so bei einer Sanierung, dass man viele Dinge erst beim Bauen nachher sieht. Man versucht es natürlich, aber meistens ist die Praxis nachher das Kriterium der Wahrheit, wie es so schön heißt. Nicht? Also wenn man es vorher gesehen hat und dann nachher zum Schluss, dann glaubt man es kaum, dass es so mal ausgesehen hat. Das gesamte Haus sind Eigentumswohnungen, vermietete Eigentumswohnungen. Das heißt, dass der Erwerber nicht selber einzieht, sondern es dann über eine Hausverwaltung vermietet wird. Das sind Leute von außerhalb. Ich sag mal so nach dem Modell Rechtsanwalt aus München und Kaufmann aus Hamburg erwerben in Berlin Wohneigentum und lassen bauen und vermieten und verwalten. Also man hat hier eben auch die Raustrittmöglichkeit von der Küche raus auf die, also wirklich vom Komfort her ist es schon nicht verkehrt. Ne? Das ist das, was
Familien eigentlich auch brauchen. So, jetzt sind wir in einer der Dachgeschosswohnungen hier im Hinterhaus. Wir sind auch schon relativ weit, wie man sieht. Die Installateure sind zwar noch beim Arbeiten hier, man sieht das Bad, das kann man sich noch nicht so richtig vorstellen, weil es ist noch nicht eingerichtet, aber wenn Sie mal reinschauen wollen, das ist der persönliche Stil des Bauherrn. Das haben wir überall eigentlich, aber es wird auch sehr gut angenommen. Ich habe das ja im Urzustand hier kennengelernt. Ne? Und da gab es Vogelzüchterinnen, die hier im Vorderhaus gewohnt, die aus der Wohnung eine Voliere gemacht hat. Nicht? Ja, so hat man das eben in Häusern. Die einen machen was, die anderen weniger. Ne? So ist das Leben. Ich bin neu nach Berlin gezogen und wollte gerne in einer schönen Gegend wohnen, wie Prenzlberg. Und das war die tollste Wohnung, die mir begegnet ist. Ich habe gleich gesagt, hier möchte ich einziehen. Ja, also ist natürlich alles schon ganz schick geworden. Also vielleicht sogar ein bisschen kühl, finde ich. Also alles in schwarz-weiß mit den Fliesen und ja, schon schick. Ich finde die Fliesen in der Küche total schön, auf dem Boden, dieses Schwarz-Weiß-Muster. Ich finde das Bad schön, das ist schön weiß und neu gefliest. Und ja, auch, dass der Spiegel in die Wand eingelassen ist. Also ja, was ich halt an der Einrichtung zu bemängeln habe, ich hätte gerne eine schöne Einbauküche. Und ich finde, das kann man auch bei den Preisen und bei den Verträgen erwarten. Na dann, viel Spaß noch. Es ist, sieht gepflegt aus, aber die Wärme, also die ein Haus auch ausstrahlen kann, also es hat es für mich nicht so sehr. Das wächst ja auch eigentlich mit dem, was die Menschen daraus machen. Die gemeinsamen Anstrengungen haben sich gelohnt. Die Modernisierung hat Wohnbedingungen geschaffen, die hinter den von Neubauten nicht zurückstehen, ja sie in ihrem ästhetischen Wert manchmal sogar übertreffen. Farbenfrohe Fassaden vermitteln den Bewohnern das Unverwechselbare ihrer neuen, alten Umgebung.